Hallo und herzlich willkommen bei dem Monatshoroskop für den ersten Monat im neuen Jahr. Deswegen mein Vorschlag, da wir ja jetzt neu und frisch beginnen, lass uns das alte Jahr mit all seinen Herausforderungen, mit all seinen Hürden, lass es uns, ja, hinter uns lassen und von vorne frisch und neu beginnen und dafür gleich diesen Monat Januar nutzen. Bevor wir loslegen, es macht natürlich Sinn, dass du deinen Aszendenten kennst. Das ist jetzt das Horoskop für den Aszendenten Skorpion. Ist das nicht der Fall, dann klick bitte unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link und du erfährst, wie du ihn dir berechnen kannst. Des Weiteren lade ich dich gleich am Anfang ein, nimm teil an der Erforschungsreise, die Reise der Seele. Sie beginnt am 23. Januar. Du wirst anhand deines individuellen vedischen Horoskops deine Seele aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Die Reise wird durchgeführt von meinem Ehemann Gerhard Feiner und meinem Kollegen. Und wie du dich anmelden kannst, du siehst hier die Seite veröffentlicht, die Webseite, oder du gehst auch unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung und klickst auf den entsprechenden Link. Gut, jetzt lass uns starten. Für dich als Tipp, welche Lebensbereiche in dem Monat spielen die größte Rolle? Ja, die Lebensbereiche, wo die meisten Planeten sich aufhalten. Und hier in dem Bild siehst du es auf einen Blick. Die meisten Planeten sind bei dir zu finden im zweiten, dritten und vierten Haus. Also da ist die größte Energie. Und diese Bereiche werden stärker in den Vordergrund treten. Das heben wir uns aber für nachher auf. Ich beginne unten mit dem Mars. Der Mars nach langer, langer Zeit, nach vielen Monaten wechselt er das Sternzeichen. Er wechselt vom sechsten Haus ins siebte Haus bei dir. Und das tut er am 7. Januar. Der Mars steht für deine Energie, deinen Einsatz, deinen Fokus, deine Disziplin, deine Willensstärke. Wo investierst du diese? In die Bereiche des siebten Hauses? Bist du selbstständig, in eine Selbstständigkeit? Oder ins Leben im Ausland oder in Reisen? Mars gibt ja auch den Hunger. Mars steht für Leidenschaft. Vielleicht willst du auch unbedingt reisen, auch wenn es jetzt gerade vielleicht nicht so einfach ist. Und das siebte Haus steht natürlich für die Partnerschaft. Also auch hier kannst du dich einsetzen. Nur der Mars ist nicht immer angenehm in seiner Art. Er kann jetzt mehr Konflikte oder Auseinandersetzung in der Beziehung bringen. Und da solltest du darauf achten, dass, ja, oder wie sagt man anders, der Ton macht die Musik, dass du dabei einen Ton anschlägst, sodass der andere immer noch offen wird für da, oder offen bleibt für das, was du zu sagen hast. Denn ansonsten gibt es jetzt mehr Reibereien in Beziehungen, kann aber auch generell Kontakte mit Menschen bedeuten oder auch Geschäftspartnerschaften. Auch die werden durch das siebte Haus dargestellt. Wenn du eine Immobilie im Ausland hast, kann die jetzt auch Thema werden. Mars steht für Immobilien, das siebte Haus für das Ausland. Oder vielleicht interessierst du dich sogar dafür. Im achten Haus haben wir den Mondknoten Rahu. Das ist ein größeres Thema. Letztlich das achte Haus, die Aufgabe vom achten Haus ist es, innere Stärke in dir hervorzubringen. Für dich als Skorpion-Aszendent sowieso ein ganz, ganz großes Thema, denn der Skorpion hat Ähnlichkeiten mit dem achten Haus. Das achte Haus steht für Schwächen. Skorpion sehr leicht verletzbar, ein nicht entwickelter Skorpion. Und so hast du jetzt die Chance, mit dem Rahu im achten Haus an deiner eigenen inneren Stärke zu arbeiten. Wann siehst du, wie stark du innen bist? In Zeiten, wo alles gut und angenehm und ruhig verläuft? Natürlich nicht, sondern in Krisenzeiten, in Umbruchszeiten. Da wirst du sehen, wie schnell du tatsächlich aus deiner inneren Stabilität kippst. Und genau darum geht es jetzt, dass du hier stabiler wirst, innen stabiler wirst. Wie kannst du das tun? Durch Bereiche des achten Hauses, indem du dich mit deinen Schwächen beschäftigst, versuchst, über sie hinauszuwachsen. Wenn das nicht geht, zumindest einen
Weg zu finden, wie du in Frieden trotzdem damit leben kannst. Dass du sie runtertransformierst. Alles, was mit Esoterik, Astrologie, Psychologie oder ähnlichen Themen zu tun hat, kann dich dabei unterstützen. Wenn du im Ausland bist, kann es ja Probleme mit dem Ausland geben. Das achte Haus kann dort Schwächen hervorbringen, um die du dich dann auch zu kümmern hast. Und mit dem Rahu im achten Haus fällt es dir auch schwerer, anderen Menschen zu vertrauen, im Besonderen auch in einer Partnerschaft. Also auch das ist ein Thema. Prüfe mal, wo du mit deinem Vertrauen in der Beziehung stehst, wenn du in einer Beziehung bist oder ansonsten im Allgemeinen zu Menschen. Wie steht es da um dein Vertrauen? Gut, jetzt verlassen wir diesen Bereich und wir starten mit dem zweiten Haus, denn genau gegenüber vom Rahu ist der Ketu, der Mondknoten Ketu. Übrigens, Ketu und Rahu, das sind längere Themen bei dir mit dieser Hausposition. Der Ketu im zweiten Haus möchte in den Bereichen des zweiten Hauses, dass du dort etwas vollendest, zu einem Abschluss bringst. Projekte, die mit dem Geldverdienen zu tun haben, die mit deinen Ressourcen zu tun haben, mit deinen Verantwortungsbereichen oder vielleicht sogar mit deiner Ursprungsfamilie. Überprüfe sie, analysiere sie. Lohnt es sich, dieses, was du dort schon angefangen hast, zu einem Ende zu bringen? Dann mach es. Lohnt es sich nicht mehr? Willst du es nicht mehr? Dann lass es fallen. Also die Bereiche des zweiten Hauses möchten bei dir mehr analysiert werden. Da der Ketu aber auch gerne auflöst, kann es auch dazu führen, dass irgendwie ja auch Einkommen ein Stück weit aufgelöst wird. Deswegen ja, Vorsicht, wohin du dein Geld investierst oder was du mit deinem Einkommen machst. Der Ketu steht auch für die Astrologie. Das bedeutet auch, wenn du dich für die Astrologie interessierst, sie vielleicht sogar erlernst, dass du sogar durch die Astrologie Geld verdienen kannst. Auch das ist eine Möglichkeit. Und wenn es um deine Ursprungsfamilie geht, dann ist es jetzt so, dass hier der Ketu auch plötzliche Ereignisse hervorbringen kann, Überraschungen und dass da letztlich auch viel karmisch abläuft. Ketu steht immer für das Karma. Bis zum 8. Januar haben wir im zweiten Haus auch noch die Venus. Und mit der Venus möchtest du dich in dieser Zeit vielleicht auch mehr um deine Ursprungsfamilie kümmern. Das sind ja auch vor allen Dingen die Eltern. Vielleicht möchtest du dir aber auch etwas Gutes gönnen mit deinem Geld. Vielleicht investierst du in ein Auto, in schöne Kleidung. Ja, tust dir auch einfach mal was Gutes. Und das passt ganz gut da hinein. Vielleicht investierst du aber auch finanziell in eine Beziehung, in eine Partnerschaft oder wenn du ein Mann bist, in eine Beziehung zu einer Frau, denn die Venus steht bei einem Mann für die Partnerin. Die Venus wechselt dann ins dritte Haus ab dem 9. Januar. Das dritte Haus steht für deine Fertigkeiten, die Venus steht für Tanzen. Wenn du gerne tanzt, hervorragend, nutze diese Zeit dafür, den restlichen Januar. Das ist etwas, was dir jetzt gut tut. Wenn nicht, dann versuche es vielleicht einmal. Wir brauchen alle in diesen Zeiten einen gewissen Ausgleich, damit wir auch leichter durch Schwierigkeiten hindurchgehen. Und ansonsten kann die Venus hier drin dir auch, ja, private Interessen oder Hobbys anzeigen, die du gerne machst, die dir Freude bereiten, die du liebst, wenn du dich ihnen widmest, dass du da voll hingegeben bist. Auch das wird dir jetzt gut tun. Das dritte Haus ist das Haus der Schwierigkeiten und so kann es auch in der Partnerschaft zu gewissen Schwierigkeiten kommen oder wenn du ein Mann bist, dann hat deine Partnerin es vielleicht auch nicht so leicht ab dem 9. Januar. Kann auch Schwierigkeiten mit deinem Auto anzeigen. Die Venus steht ja auch für Autos. Im dritten Haus haben wir ebenso bis zum 8. Januar noch den Merkur. Der Merkur und das dritte Haus haben Gemeinsamkeiten. Beide stehen für Kommunikation, sei es jetzt in Wort oder in Schrift. Beide stehen für Fertigkeiten, für Talente.
Und beide stehen für den Verstand und den Intellekt. Auch der wird hier zugeordnet. Und so kann das jetzt eine größere Rolle spielen. Vielleicht besuchst du einen Kurs, vielleicht eignest du dir auch privat neue Fertigkeiten an, widmest dich intensiver deinen Talenten. Vielleicht besuchst du einen Kurs, dass du besser wirst in deiner Rhetorik. Bist du selbstständig? Dann kannst du auch da in deine Selbstständigkeit jetzt mehr investieren. Vor allen Dingen, da ja auch die Sonne die ersten 2 Drittel im Januar ebenso im dritten Haus ist. Das heißt, man sieht eigene Anstrengungen in den Beruf, ja, wenn du angestellt bist, oder auch in eine Selbstständigkeit. Der Merkur wechselt dann am 9. Januar ins vierte Haus. Vielleicht möchtest du jetzt etwas in dein Zuhause investieren, möchtest vielleicht in Immobilien, in Eigentum investieren. Das sind Bedeutungen des vierten Hauses. Der Merkur steht aber auch für einen fairen Austausch. Mit wem kannst du jetzt dich fair austauschen und kommunizieren? Mit der Mutter zum Beispiel. Das vierte Haus steht für deine Mutter. Du kannst aber auch von zu Hause aus entweder deiner Selbstständigkeit nachgehen oder von zu Hause aus dich weiterbilden. Die Sonne im dritten Haus ist die ersten 2 Drittel im Januar dort. Das heißt, du kannst jetzt Inspirationen haben, die mit deinen privaten Interessen zu tun haben, die mit deinen Fertigkeiten zu tun haben, wie du hier vorwärts kommen kannst oder was du unternehmen kannst, um beruflich oder in deiner Karriere vorwärts zu kommen. Vielleicht willst du auch schreiben. Das dritte Haus steht auch für Schreiben, um damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Und die Sonne verlangt dir auch gewisse Opfer ab im Umgang mit jüngeren Geschwistern oder mit Nachbarn. Und im letzten Drittel im Januar ist die Sonne dann im vierten Haus zu sehen. Da kann es zu Opfern kommen im Umgang mit der Mutter oder mit deinem eigenen Zuhause oder mit Immobilien. Es kann aber auch anzeigen, dass du von zu Hause aus arbeitest. Ja, das vierte Haus ist dein Zuhause. Sonne steht für die Karriere. Und im vierten Haus, wie du sehen kannst, haben wir noch die zwei großen Lehrer, die zwei Schicksalsplaneten. Das ist jetzt ein längeres Thema, was die zwei anzeigen. Sie sind ja länger im vierten Haus zu finden, haben erst Mitte Dezember dort hineingewechselt. Und das vierte Haus steht für, ja, dein wahres inneres Wesen. Deine wahren Wünsche, deine Bedürfnisse, deine Gefühle. Saturn trennt dich ein Stück weit davon oder er möchte dich mit unterdrückten Gefühlen, mit Schmerzen, die du vielleicht noch nicht so angeschaut hast, in Kontakt bringen. Also entweder tust du dich schwerer, deine Bedürfnisse und das, was du brauchst und deine Gefühle wahrzunehmen, weil wir hier diesen trennenden, hemmenden Faktor Saturn haben. Oder du kommst mehr auch an Gefühle heran, die Dramen oder Traumen für dich dargestellt haben. Das kann auch viel mit Kindern zu tun haben, denn der Saturn steht ja mit dem Jupiter im gleichen Haus. Jupiter steht für Kinder. Wenn du eine Frau bist, Jupiter repräsentiert den Partner oder Ehemann, dann kann es sich auch um unaufgearbeitete Emotionen handeln in Verbindung mit deinem Partner oder im Allgemeinen in Verbindung mit Kindern, aber auch in Verbindung mit der Mutter. Des Weiteren steht der Saturn für Land. Besitz, das vierte Haus auch für Immobilien. Jetzt mehr, wenn du investieren möchtest oder dran denkst, dann vielleicht möchtest du Land oder Grund erwerben. Der Jupiter steht für Kinder. Kinder können jetzt enger mit dir verbunden werden. Vielleicht musst du mehr Pflichten für deine Kinder übernehmen. Vielleicht haben deine Kinder mit Verzögerungen zu kämpfen, sodass du jetzt ja intensiver mit ihnen zu tun haben möchtest. Vielleicht ziehen deine Kinder sogar wieder bei dir ein.
Es ist gut, dass der Jupiter auch in diesem vierten Haus ist, denn so wird er etwas diesen Saturn hier ausgleichen können. Doch wenn wir die zwei anschauen von der Stärke her, dann ist der Saturn schon noch stärker. Und trotzdem bist du dann in der Lage, wenn auch Unangenehmes an Emotionen hochkommt, daraus sogar noch zu lernen, daraus sogar einen Sinn zu erkennen, daraus zu wachsen und dich zu entwickeln. Also von dem her hilft es dir, dass der Jupiter auch hier mit dabei ist. Er ist ja der Glücksplanet, er steht ja für Sinn, Glaube und Erfüllung. Gut, damit möchte ich es jetzt erstmal belassen für diesen Monat. Zum Schluss lade ich dich noch einmal ein. Melde dich an für die Reise der Seele. 8 Tage lang wirst du etwas über deine Seele erfahren, aus verschiedenen Blickwinkeln, anhand der indischen Astrologie, anhand deines individuellen Horoskops. Und die Anmeldung kannst du vollziehen, wenn du unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klickst. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute, viel Erfolg im Januar 2021. Und bis bald oder bis zum nächsten Monatshoroskop.